willkommen hier zu einem weiteren Unboxing auf meinem Kanal. Und heute habe ich mir gedacht, komm, hau ich hier nochmal schöne zwei Multipacks raus. Zwei Multipacks der Topps Match Decks Champions League Serie, die eine extrem geile Serie ist. Muss man einfach mal sagen, ich liebe diese Karten, ihr liebt diese Karten und deswegen kann man von diesen Karten auch einfach nicht genug bekommen. Außerdem haben wir ja noch keine Autogrammkarte gezogen. Also, ne, wir öffnen natürlich so lange die Topps Match Decks Champions League Serie, bis wir Autogrammkarten ziehen. Kappa. Nee, Spaß, Leute, die sind so selten. Vielleicht haben wir das Glück und kriegen mal irgendwann mal eine. Aber um halt eine zu bekommen, muss man die Serie halt öffnen. Und deswegen gibt es diese Serie immer und immer wieder. Ist einfach so. 5 Euro kostet ein Multipack. Ich habe zwei Multipacks am Start. Und ich würde sagen, wir legen einfach los und mal schauen, welche limitierte Auflage wir auch dabei haben, ne? Und vielleicht kriegen wir auch eine Pro-Elite-Karte. Die sind ja auch extremst nice. Aber ich würde natürlich gerne so eine schöne Autogrammkarte hier nehmen. Beispielsweise von Heung-min Son. Oder von Messi. Oder, weiß ich nicht, Ronaldo. Habe ich nichts dagegen. Ach, die Packs sind hier einzeln drin. Da sind sie doch. Da bist du doch. Komm, dann kann ich direkt das zweite aufreißen. Dann knister ich hier einmal rum und knister später nicht nochmal rum. Knister, knister, Knäuschen. Und zack. Dann starten wir mal hier mit dem ersten Multipack. Zweimal Bruno Fernandes. Das Limi-Pack packe ich als letztes aus. Also als letztes aus diesen drei Packs. Aber wir starten erstmal mit Pack Nummer 1. Und Pack Nummer 1 starte ich hier mit einem Online-Code, der zur Seite kommt. Und Gabriel Jesus. Und, oh, ich wollte schon sagen, Club 100-Karte. Gabriel Jesus von Man City. Erste Karte. Dann haben wir Harry Maguire von Manchester United. Dann geht's weiter mit Rafa Silva, Benfica Lissabon. Pablo Sarabia. Schuk Wojtze, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird von Villarreal. Piotr Zielinski. Dann Dejan Kulusevski. Das Atalanta-Logo. Und da ist eine Crystal-Karte mit bei. Alexander Isak. Signature von João Felix. Und das ist Robin Le Normand von Real Sociedad als Crystal. Und noch als letztes Coates und Mendes. Also 4 Powerkarten in einem Pack ist man ja gewohnt. Crystal Card ist man nicht in jedem Pack gewohnt. Crystal ist ja in jedem dritten, vierten Pack ungefähr. Und ich wollte schon sagen, das sieht aus nach Ruben Dias, weil Ruben Dias ist halt meine Lieblings-Powerkarte Kappa als Club 100. David Silva, João Felix nochmal als Signature, Mark Noble und Ferran Torres als Next Gen. Und die Base-Karten dürfen wir natürlich hier nicht unterschlagen. Dennis Brett, Diogo Jota, Moussa Sissoko, Victor Lindelöf, Lorenzo Insigne, Zubeldia, Ibrahimovic und Thomas Lemar. 7 Karten in dem Limi-Pack. Und jetzt wird's spannend. Ist das Sané? Es ist Leroy Sané als limitierte Auflage von den Bayern, der ja in den letzten Wochen deutlich stärker, sage ich mal, gespielt hat als zuvor. Und es ist noch eine Crystal-Karte mit dabei. Crystal von Diego Demme. Und Next-Gen Diego Lanes. Lanes, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Und die 4 Base-Karten Thomas Müller, Saldua, Sissoko und Pablo Fornals. Multipack Nummer 1. Multipack Nummer 2. Haben wir einmal Kimmich, einmal Bruno Fernandes-Pack. Und mal schauen. Online-Code geht mal raus an euch. Oh, Club 100. Hakim Ziyech. Mark Noble. Real Madrid-Logo. Neymar. Diego Demme. Ila Ramendi. Atletico Madrid-Logo. Benjamin Pavard. Lewandowski-Gullmaschine. Adel Tarabt, Allrounder. Und Marcus Rashford. Marcus Rashford von Manchester United als Club 100 Karte. Und als letztes hier Baker und Kurzawa von Paris. Sehr, sehr, sehr nice. Haben sich die Multipacks auch schon mal wieder gelohnt. Schöne Club 100 Karte mit dabei. Ndidi, James Milner. Und hier kommt die nächste Crystal. Hugo Lloris, Piqué, Papu Gomez, Corona, Ibanez, Magna, Ter Stegen als Super Saver, Signature Style Henderson und es ist
Barnes. Barnes von Leicester als Crystal und Anjorin Next Gen von Chelsea. Und das letzte Pack. Das letzte Pack und gleichzeitig auch das Limi-Pack. Letztes Pack und gleichzeitig auch das Limi-Pack. Und da haben wir João Félix. João Félix als Limited-Auflage von Atletico Madrid. Sehr nice. Sehr nice. Und dahinter noch ein Jude Bellingham als Allrounder und Fernandinho Mittelfeld Tops Heritage. Zackig, knackig, easy peasy. Sehr nice. Grafenberg, Antonio Adan, Luca Waldschmidt und Dennis Preet. Jawolski. Jawolski. Leute, das soll's gewesen sein mit dem Unboxing hier. 2 Multipacks der Top Snatchbacks Champions League Serie. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Falls ihr noch nicht Abonnent seid, ihr wisst es, könnt ihr kostenlos abonnieren. Und dann sehen wir uns logischerweise beim nächsten Video wieder. Haut rein und tschüssikowski.